Всем привет! Сейчас на канале будет вот такое вот видео, которое не соответствует тематике моего канала и контенту о спорте, о здоровом образе жизни. Видео посвящено причинам, побудившим Россию напасть на Украину. Это речь швейцарского аналитика-политолога Даниила Ганзера. Я выложил вам полностью всю эту речь так, как она есть. Нажимаете на титры и внимательно читаете все, что говорит этот человек. Это не мои слова, он говорит только исторические факты, начиная от встречи Горбачева и Коля и заканчивая Путиным и Зеленским. В общем, смотрите, делайте выводы. Если что, пишите комментарии, будем общаться, но только в корректной форме. Всем удачи и приятного вам просмотра. War in zwei Länder gespalten, so wie heute Korea in Nord- und Südkorea gespalten ist. Und es war ein langes Bestreben, dass diese zwei Teile wieder zusammenkommen, weil sie auf natürliche Art zusammengehören. Das ist eine gute Geschichte, dass Deutschland wiedervereinigt wurde. Das ist eben BRD und DDR. Und jetzt wichtig zu verstehen für die Jüngeren im Raum, im gelb markierten Bereich in der DDR waren sowjetische Truppen stationiert. Und es war eben abhängig von der Entscheidung in Moskau, ob diese Truppen abgezogen werden oder nicht. Und dann hat damals Gorbatschow, das ist sozusagen der Vorvorgänger von Putin, das war der letzte Präsident der Sowjetunion. Die Sowjetunion ist ein Staat, der zusammengebrochen ist, den es nicht mehr gibt. Es gibt 15 Nachfolgestaaten, einer davon ist Russland, aber Gorbatschow war der letzte Präsident in der Sowjetunion und er hat sich mit Kohl getroffen. Kohl ist der Vorvorgänger von Olaf Scholz, der also Bundeskanzler jetzt ist, und Kohl war damals Bundeskanzler, und dann haben die Männer zusammen gesprochen und dann hat Kohl tatsächlich Gorbatschow gefragt, kannst du deine Truppen aus der DDR abziehen? Und dann hat Gorbatschow gesagt, ja. Und das war entscheidend, ja. Ohne einen Kampf haben die Sowjets alle Truppen aus der DDR abgezogen. Und die Amerikaner haben das beobachtet und hatten keine Freude. Ja. Der amerikanische Präsident George Bush Senior, der links im Bild, und sein Außenminister James Baker haben gesagt, ja, das ist nicht so gut, wenn sich Deutschland und Russland jetzt vereinigen oder Freunde werden, das ist nicht so gut. Und haben sie gesagt, flieg mal rüber zu James, ja, James ist der Außenminister. Und der ist dann zu Gorbatschow geflogen. Okay. Jetzt sind wir in Moskau, der amerikanische Außenminister trifft Gorbatschow, und zwar im Februar 1990, das ist wirklich ein ganz wichtiges Datum, weil da wird verhandelt, was macht man mit Deutschland. Eine Idee wäre gewesen, man macht Deutschland zu einem neutralen Land ohne NATO-Mitgliedschaft, ja, und ohne fremden Truppen, ohne sowjetische Truppen, ohne amerikanische Truppen, hätte ich am besten gefunden. Das hat man nicht gemacht. Die andere Idee war, man nimmt die DDR in die NATO rein, aber dafür müssen natürlich die sowjetischen Truppen abziehen, weil es kann keine sowjetischen Truppen in NATO-Gebiet geben. Und das war dann eigentlich der Vorschlag der Amerikaner. Sie haben gesagt, wir fänden es gut, wenn ihr geht und wir bleiben. Und das hat man gemacht. Man hat das gemacht und Baker hat als Gegenleistung versprochen, die NATO werde sich keinen Zentimeter nach Osten ausbreiten. Ja. Und jetzt wird immer wieder in den Zeitungen geschrieben, nein, das ist eine Lüge, es gab dieses Versprechen nie und so weiter und so fort. Ich bleibe dabei, dieses Versprechen gab es. Wir haben die Originalprotokolle des Gespräches zwischen Gorbatschow und zwischen Baker. Ja, das sind die Protokolle und da wird wirklich gesagt, natürlich wird sich die NATO nicht ausdehnen. Und dieses Versprechen wurde gebrochen, das hat die Russen zutiefst verärgert und darum haben wir den Ukraine-Krieg. Also es ist sehr, sehr wichtig, bis ins Jahr 1990 zurückzugehen. Die Sowjetunion, hieß eben UdSSR, die hat gerade das Gegenteil erlebt. In Deutschland hatten wir zwei Staaten, DDR und BRD, die wurden zusammen ein Staat. In der Sowjetunion das Gegenteil. Wir haben einen großen Staat und der zerfällt in 15 Staaten. Ja, in 15 neue Staaten. Russland ist der größte, aber die Ukraine war Teil der Sowjetunion. Estland, Lettland, Litauen, das war Teil der Sowjetunion. Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, das waren alles Teile der Sowjetunion, die dann plötzlich eigene Staaten waren. Also auf persönlicher Ebene kann ich mich noch so erinnern, das passierte ja 91, da war ich noch im Studium, habe ich gedacht, oh blöd, jetzt muss ich all diese neuen Länder lernen, weil
Ja, ist tatsächlich so. Weil vorher war das einfach ein riesengroßer roter Block, das war UdSSR, die Sache war geregelt. Und plötzlich musste man wissen, was der Unterschied zwischen Kasachstan und Tadschikistan. Weil es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Länder, auch Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Und das ist der Zusammenbruch der Sowjetunion. Da haben Sie diese 15 Staaten, da sehen Sie Russland und auch die Ukraine. Ukraine dort mit der Nummer 6, Russland mit der Nummer 1. Das sind die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und Russland hat immer versucht, in diesen Nachfolgestaaten eigentlich Regime zu installieren oder zu unterhalten, die eben sozusagen im Interesse von Moskau operieren. Und die Amerikaner haben sich gesagt, nein, wir gehen in die Ukraine rein und holen uns eigentlich eine frühere Sowjetrepublik und rücken mit der NATO den Russen so richtig auf die Pelle. Und Deutschland hat dann tatsächlich die Wiedervereinigung geschafft. Ich finde das super. Ich finde, wie großer Freund der Wiedervereinigung. Gorbatschow hat sein Versprechen gehalten. Die Sowjets haben 500.000 Soldaten kampflos aus Deutschland abgezogen. Und dann wurde eben ganz Deutschland sozusagen NATO-Mitglied. Das bedeutet natürlich, dass es ein bisschen größer wurde. Ja? Dieses Stück von der DDR kam zur NATO dazu, war ja nicht riesig. Und dann hat die Regierung wieder gewechselt. Okay, dann kam Clinton an die Macht in den USA. Sie können sich vielleicht erinnern, 93 kam er rein. Und ihm gegenüber war Jelzin, da war der erste Präsident von Russland. Vorher Sowjetunion weg. Dann Russland mit Jelzin. Jelzin war eine schwächliche Figur, oft betrunken. Und Clinton hat das gemerkt. Und dann hat Clinton sich gesagt, jetzt möchte ich diese NATO-Osterweiterung machen. Und dann haben führende strategische Berater gesagt, machen Sie das nicht, Herr Präsident. Da hat Clinton gefragt, gibt es denn einen schriftlichen Vertrag, dass wir das nicht tun dürfen? Und den gibt es nicht. Ja, die Sowjets haben sich auf das Wort der US-Regierung verlassen. Wie die Apachen. Ja? Und das hat sich im Rückblick als ein Fehler dargelegt. Einer der führenden, warnenden Stimmen war George Kennan, ein Historiker. Er hat gesagt, die Meinung ist offen herausgesagt, dass eine NATO-Erweiterung der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der ganzen Zeit seit dem Kalten Krieg wäre, hat er 1997 gesagt. Das heißt, es gab wirklich gewichtige, einflussreiche Persönlichkeiten, die Clinton davor gewarnt haben, aber Clinton hat sich nicht darum gekümmert. Ja, Clinton hat sich mehr um seine Praktikantin gekümmert. Das lassen wir, das ist ein anderes Thema. Das ist diese ganze Lewinsky-Story, wir lassen das. Bleiben wir bei der NATO. Die Sache ist die NATO zählte noch im Kalten Krieg 16 Mitgliedstaaten, sind die Schweiz ist nicht Mitglied und Deutschland ist nur die BRD-Mitglied, die DDR ist Mitglied im Warschauer Pakt. Und jetzt kommt die Wiedervereinigung und das bedeutet, schauen Sie dort auf die DDR, zack, die NATO wird ein bisschen größer. Und das ist aber auch völlig in Ordnung, das ist so mit Russland abgesprochen, nochmal zurück, so vorher, nachher. Die NATO wird ein bisschen größer. Und dann kommt aber Clinton und macht die Erweiterung der NATO. Er nimmt 1999 Polen rein, Ungarn und Tschechien. Und im gleichen Jahr 1999 bombardiert Clinton noch Serbien. Also er hat wirklich die NATO eigentlich in ein Angriffsbündnis verwandelt, ja, was zuvor eigentlich nicht war. Sie hat immer gesagt, wir werden nie ein anderes Land bombardieren. Und dann haben sie Serbien bombardiert und einige haben gesagt, warum bombardiert ihr eigentlich Serbien? Ihr habt doch gesagt, ihr seid ein Verteidigungsbündnis. Sie haben gesagt, ja, das ist auch eine Form der Verteidigung. Interessant, ja. Und das sieht auf der Karte so aus, ja. Und das ist der Wortbruch. Also nochmal zurück, das ist 99, Sie können sich das so merken, 50. Geburtstag der NATO, 49 gegründet, 99, 50. Geburtstag. Gerade zum 50. Geburtstag verhält sich die NATO sehr schlecht. Ja. Sie erweitert sich, bombardiert andere Länder. Die meisten Menschen zum 50. Geburtstag laden ein paar Freunde ein, hängen vielleicht einen Ballon auf und trinken eine Flasche Wein. Ja, das ist das normale Verhalten, aber die NATO zum 50. Geburtstag bombardiert Serbien und macht die NATO-Osterweiterung. Ja, Katastrophe, wirklich eine Katastrophe. Und dann geht es weiter, dann kommt 2004 Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Slowenien rein. Zack. Ja. Und natürlich viele hier in der Schweiz haben das nicht gemerkt. Ja, aber wir dürfen nicht daraus schließen, dass die Russen es auch nicht gemerkt haben. Ja. Ja.
Das ist unsere Schweizer Perspektive. Wir sagen ja, Estland, Lettland, wenn die in die NATO wollen, sollen sie in die NATO, oder? Ist uns doch egal. Ja? Wir wollen nicht in die NATO, alle anderen sollen machen, was sie wollen. Aber diese NATO-Osterweiterung ist eigentlich der Kern des Ukraine-Konflikts. Nachher kommen noch Kroatien und Albanien, Montenegro und Nordmazedonien. Und wenn Sie jetzt auf der Karte schauen, sehen Sie, die Ukraine und Weißrussland, das fehlt noch. Aus amerikanischer Sicht, wenn Sie jetzt als Schachspieler denken, denken Sie, da muss ich noch vorrücken. Und dann kann ich, wenn ich die NATO so nah an die russischen Grenzen hinfahren kann, meine Raketen aufstellen und dann kann ich Russland bedrängen. Das ist das ganze Spiel. Und die Russen sehen das und sagen, niet. Das sind die Russen.